Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und Burg Never als Herausforderung des Schnitters auf 50.000er Gegenstandsstufe. Keine Verbrauchsgegenstände, verringertes Wiederaufladetempo und keine Lebensregeneration. Eieieiei. Erstmal auf zur Brücke, die erste Gegnertruppe umhauen. Dafür bin ich zuständig, denn ich bin als Heiler unterwegs. Und ein Stück gehen und Cutscene. Was habt ihr Narren mit dem Philakterion angestellt? Sprecht oder sterbt. Brach, noch mehr von Never Embers Lakaien. Das ist wirklich die denkbar ungünstigste Art, eine Mechanik zu erklären, denn jetzt kommt zwischen den beiden so ein Gummiband und die rauschen zusammen und sterben und das soll die Mechanik erklären. Nee, aber gibt's in anderen Dungeon auch, deswegen, man lernt das schon. Also wer mit so einem Gummiband, so einem grünen Band mit einem anderen Spieler verbunden ist, der darf nicht aneinander dengeln, weil dann nimmt man Schaden und hat danach einen Debuff. Das möchte man nicht haben. Also einfach auseinandergehen. Easy. Muss man allerdings gegen alle arbeiten. Ist halt ein Gummiband. Jede Menge Untote. Auch die fallen aber sehr gut um. Ach, sehr gut. Die anderen können keine Heilsteine nehmen. Deswegen muss ich ein bisschen auf sie aufpassen. Das ist mein Job heute. Aber ich glaube, so wie der Schaden eben aussah. So, jetzt muss ich mal eben gucken, ob jeder nur einen Spalt oder was. Ich bin Heiler, ich traue mich nicht allein in einen Spalt. Ihr macht das schon. Also wenn überhaupt, gehen Tank und Heiler in einen Spalt zusammen rein. Da kommt mein Tank, mal gucken, nimmt der einen Spalt oder der nimmt einen, der schon angearbeitet ist oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch, macht er. Okay, da brauche ich aber nicht rein, da sind schon andere DDs drin. Weil es selbst Tank und Heiler zusammen, das braucht meist ewig, da ist ein DD, der nochmal eben eine zweite Spalte hier mitnimmt, ist viel schneller. Es geht dann rucki zucki und dann ist das auch schon erledigt. Na, 80, fertig. So, ich kann die Tür aufmachen. Zwei Gegnertruppen. So, komm mal her, ihr steht da mal rum. Flup. Hihihihi. Immer drauf, immer drauf. Jetzt spawnen hier ein paar größere. Und wechseln sie schon. Ja, also Damage ist auf jeden Fall dabei. Nur so zwei, drei kleine Mechaniken, die es noch zu beachten gilt. Ansonsten sollten wir das easy peasy schaffen. Hoffe ich. Man weiß das ja nie. Die Leute stellen wieder um auf Single Target oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, was da so lange dauert. Dafür hat Cryptic die Voreinstellung erfunden, meiner Meinung nach. Also wenn es wirklich nur ein, zwei Kräfte rein, raus werden oder so, ist ja okay. Aber ich habe manchmal das Gefühl, da müssen tausend Sachen umgestellt werden und man steht dann meist länger vor irgendwelchen Kämpfen, als dass man für den Kampf Zeit brauchen würde. Meine Güte. Voreinstellung kostet irgendwie nichts. So, komm her hier. Stell mich hier hin. Bisschen weiter weg von denen. Und weg ist er schon. Meine Güte. Auf jeden Fall sind die Wegezeiten hier denn länger als die Kampfzeiten, wenn es so weitergeht. Jetzt sind es nur ganz viele Gegner. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Auch als Tank. Jo. Und gleich kommt der Boss. Cool ist es, wenn alle von diesen Minimobs hier schon weg sind, bevor der Boss kommt, weil sonst hat man dann noch mehr, die einen von hinten von der Seite hauen können. Okay. Das war schnell. Rums weg. Sehr schön. Sehr schön.
Schild. Baut sie um, Tür geht auf. Genau, Tür geht auf. So, ihr steht erstmal, danke. So, da hinten ist der Hexer, der muss noch weg. Der spawnt dann nicht immer weitere Gegner. Ach, das geht aber alles easy. Letztes Grüppchen und schon durch. Wow. Oh, Feuerchen wäre jetzt rechts. Kann man sich wieder umstellen. Machen garantiert auch, wie ich das eben so gesehen habe, etliche. Zack. Oh nee. Oh, das ging ja fix. Oh. Sehr gut. Ha. Immer drauf, immer drauf. Dürfen die Kugel in der Mitte nicht erreichen, sonst wird die Ladung der Todessphäre am Rand voll. Wenn die voll wird, macht es so ein Fumm. Und wir kriegen alle auf die Fresse, das wollen wir nicht. Einfach vorher erledigen. Mindestens 80% der Trefferpunkte runter, weil dann rennen die nicht mehr zur Mitte, sondern gehen auf den Aggressor, der ihnen nämlich die 80% Trefferpunkte runtergeprügelt hat. Aber das ging auch wieder wahnwitzig schnell. Das sieht nach einfachen Reaper-Marken aus. Also Herausforderung der Schnittersmarken. Yay. So, hier kriegt jeder mal ein Schild. Ist ja nicht wie bei armen Leuten. Jeder darf mal ein großes Schild kriegen. Fluppdiwupp, rubbeldiwupp, auch keiner großartig umgestellt, das mag ich. Ilidilic. Styler. Und da hast du dein Schild. Immer drauf, immer drauf. Schnell genug geht, müssen wir die Mechaniken gar nicht spielen. Das geht jetzt wieder. Sie hatten ja, als sie die Skalierung eingefügt haben, die eigentlich eingeführt, um genau das zu verhindern, dass das alles so schnell geht, sondern man sollte die Mechaniken spielen. Das klappte dann auch bei der Einführung. Aber jetzt mit neuer Gegenstandsstufe, neuer Ausrüstung ist das wieder so, dass man vieles überspringen kann, wenn man genug Damage macht. Allerdings mit dem Haken, dass manche dann eben die Mechaniken gar nicht mehr kennen. Und sollte denn wieder mal irgendwas geändert werden, dann auf einmal das Geschrei groß ist, wie macht man denn das? Weil damals wurde die Skalierung eingeführt. Es war wirklich so, dass man nicht mehr unglaublich Damage gemacht hat. Also nicht der mit dem größten Schaden konnte alleine so einen Dungeon vorlaufen. Man hat richtig das 3- bis 8-fache des Schadens von anderen gemacht. Nein, das war relativ gleich verteilt und dann wurde die Herausforderung des Schnitters eingeführt, nämlich dieser Reaper hier. Und da gibt es ganz einfache Dungeons, ich erinnere mich an die Gestade von Türen, war eines der ersten Reaper-Herausforderung des Schnitters Dungeons, die man irgendwie hatte. Und beim Endboss sind sie alle verreckt. Trotz des Damage wussten sie nicht, wie die Mechanik beim Endboss ist und sind gestorben, gestorben. Und dann hat man im Chat immer gelesen, wie war nochmal die Mechanik, wie geht denn das noch, Hilfe, wir kommen nicht weiter, wir brauchen mal irgendwas, wie irgendjemand, der uns sagt, wie es geht. Und ja, das passiert dann nämlich, wenn man sich nur auf den Schaden verlässt und dann was geändert wird. Deswegen lernt die Mechanik. Auch bei Gestade von Türen beim Endboss gibt es eine Mechanik, die den Kampf viel einfacher macht, wenn man sie spielt. Gibt's hier auf dem Kanal auch Videos dazu, auch Herausforderung des Schnitters, wo manche Gruppen es machen, manche Gruppen nicht. Also
erwähne das trotzdem relativ oft, weil es war so ein einschneidendes Erlebnis, als die Leute echt nicht wussten, wie es geht. Und ich dann irgendwie in zig Partys und in zig Gruppen mitlaufen musste, um die Mechanik von Gestade von Türen zu erklären. Man kann es kaum glauben. Heutzutage prügeln die Leute wieder alles runter. Das haben sie davor auch gemacht und dann wurde was geändert und man musste Mechanik spielen. Ups, wie schlimm ist das denn? So, aber kümmern wir uns mal um Orkus. Die Frage ist, wie schnell sind die Leute? Wenn er die Arme zur Seite hebt, dann kommt seine Ulti, seine tägliche Kraft und die kann uns richtig Schaden machen. Wenn er vorher tot ist, was sein könnte, ja, ist er. Ha! Haha! Ah! Das war ja einfach. Sehr gut, vielen Dank! Thank you very much! 11 Minuten, meine Güte, das war ja easy. Uiuiui. Man hat noch nicht mal lang gedauert. So, was haben wir hier? Nee. Na gut, Geschenk des Djinns, immerhin. Und du? Nö, nehmen wir einfach. Besser wird's nicht, Scheibenmonig. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.